Ist einfach so. Aus gegebenem Anlass drehe ich dieses Video und erkläre dir hier, woran die meisten scheitern, wenn sie ihren Gesang verbessern wollen und warum sie es dann letztendlich nicht schaffen. Vorhin hatte ich eine Schülerin bei mir und die habe ich gefragt, okay, wie sehr möchtest du jetzt diese Fähigkeit erlangen, ja, diese paar Töne hier zu singen in diesem Lied? Und sie meinte, ja, schon doch, ziemlich. Da meinte ich, okay, wenn du das wirklich willst, was bist du bereit dafür zu tun? Sie meinte, einiges. Ich sag, was bedeutet einiges? Was ist einiges? Ja, schon üben. Ich sag, aha, üben. Und wie viel würdest du dafür üben? Sie sagt, ja, ich könnte schon so ungefähr 30 Minuten am Tag schaffen. Könnte. Ja, das sollte schon gehen. Sollte. Nee, das kann ich. Ah, okay, das kannst du. Ja, und wirst du es auch tun? Leute, ganz einfach, ja. Man muss einfach trainieren. Wenn du irgendwelche krassen Stunts mit deiner Stimme bringen möchtest, so ein Ja, das kommt nicht von irgendwo her. Da musst du für trainieren. Da musst du deine Muskulatur stärken, damit sie das überhaupt machen kann. Ist einfach so. Und wenn auch du der Meinung bist, dass nur Übung den Meister macht, dann schreib jetzt richtig in die Kommentare. Denn singen lernen, das ist ein Marathon. Das heißt, immer wieder machen, machen, machen. Und du musst diese Muskeln stark machen und du musst die Koordination trainieren. Und dann wirst du wirklich besser. Ich garantiere es dir, ich verspreche es dir, wenn du richtig übst, wenn du auf die richtige Art und Weise die richtigen Übungen machst, die richtigen Muskeln trainierst und die richtigen Koordinationen, dann kannst du gar nicht anders, als besser zu werden. Und dafür musst du nicht jeden Tag 6 Stunden oder so üben, dafür musst du aber kontinuierlich üben. Kontinuierlich. Und wenn es mal nur 5 Minuten am Tag sind, ja? Mach einen realistischen Plan. Wenn du sagst, ich kann 3-mal pro Woche für 20 Minuten üben, prima. Das kann reichen, um deutlich besser zu werden. Aber wichtig ist, dass du es machst. Einfach machen. Und ganz ehrlich, ich hatte gleich danach noch eine Schülerin, die hat genau dasselbe Thema gehabt. Ja, wir k***en dann irgendwie so ein paar Tönen rum, schon seit einer Weile. Und das ist voll in ihr drin, ja, das kann sie. Aber sie hat die Muskeln einfach noch nicht trainiert. Sie hat sie nicht trainiert. Also, trainiere. Mach deine Muskeln stark. Und dann wirst du auch garantiert besser. Außerdem würde ich jetzt gerne nochmal wissen, was eigentlich deine Ausrede Nummer 1 ist, weshalb du nicht regelmäßig trainierst. Schreib das in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da alles zusammenkommt. Wenn du noch mehr Tipps haben möchtest, um deine Stimme zu trainieren und eine bessere Technik zu bekommen, damit du noch grandioser singst für mehr Höhe, mehr Lautstärke, mehr Leichtigkeit und Ausdauer im Singen, dann klick doch jetzt auf Abonnieren und die Glocke noch dazu, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn wertvolle Übungen und andere Videos hier erscheinen. Außerdem gib mir einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat. Fragen bitte immer in die Kommentare. Kräftig teilen, liken, was das Zeug hält. Und vor allem, du weißt genau, was du zu tun hast. Du musst deine Stimme trainieren. In diesem Sinne, happy humming, bis zum nächsten Mal. Ciao.